Und wieder eine nahezu schlaflose Nacht jetzt bei uns. Nachtschicht. Heute die von Maike und Yannick. Sie sind Rettungsassistenten in der Frankfurter Nordweststadt. Und in dieser Nacht waren sie im Dauereinsatz. Bei ihrem Job zählt jede Sekunde. Das Herz schlägt viel zu schnell und es ist unregelmäßig. Maike und Yannick sind die Retter von Frankfurt. Also als Held würde ich uns überhaupt nicht bezeichnen. Wir sind einfach Menschen, die unser Bestmögliches geben. 12 Stunden Nachtschicht liegen vor ihnen. Es ist 21.30 Uhr. Die Rettungssanitäter Maike Cohen und Yannick Messinger werden zu ihrem ersten Einsatz gerufen. Wir fahren jetzt nach Rödelheim. Und da geht es jetzt einfach darum, dass wahrscheinlich ein Kind irgendwie mit dem Kopf an eine Tür geknallt ist. Was es jetzt letztendlich ist, wenn wir sehen, wenn wir ankommen. Bei Einsätzen mit Kindern haben sie immer ein ungutes Gefühl. Yannick gibt Gas. Innerhalb von 10 Minuten müssen sie da sein, so ist die Vorschrift. Sie schaffen es in 6 Minuten. Nehmen wir alles mit, ne? Ankunft in Rödelheim, 4. Stock. Hallo, was haben wir denn hier überhaupt? Was ist passiert? Hallo. Was ist denn los? Wer war? Kopfschmerzen. Ist irgendwas vorgefallen? Ist er gestürzt? Hat er sich irgendwo verletzt? Maike versucht herauszufinden, warum es dem 16-Jährigen so schlecht geht. Er hat starke Kopfschmerzen und musste sich oft übergeben. Und deswegen ist es also eine sehr unübliche Situation. Verletzt hat er sich nicht. Er hat nicht großartig irgendetwas angestellt, was jetzt diese plötzlichen Schmerzen verursacht hätte. Dann machen wir jetzt nicht lang und fahren Richtung Krankenhaus. Die 40-Jährige will auf Nummer sicher gehen. Fälle mit Kindern lassen sie ohnehin nicht kalt. Die Retterin ist selbst Mutter. In 13 Jahren Rettungsdienst hat sie schon einiges erlebt. Manchmal ist es unheimlich lustig, manchmal ist es sehr dramatisch, dann ist es wieder traurig. Und manchmal ist es halt auch einfach unheimlich schön, wenn es zum Beispiel um Geburten geht oder einfach einem Menschen helfen kann, der jetzt nicht so schlimm dran ist. Der nächste Einsatz. Sie müssen nach Frankfurt-Eschersheim. Ein Mann bekommt keine Luft. Da fahren wir jetzt ein bisschen zügig, weil Atemnot ist natürlich vital bedrohlich. Auch der Notarzt wurde alarmiert. Wenn es ganz ernst wird, muss ein Mediziner kommen. Haben Sie sich angestrengt und dann kam die Atemnot? Die Sanitäterin erfährt, ihr Patient hat Asthma. Haben Sie schon gesprüht? Ach, Sie haben nichts mehr, ist alle. Der 68-Jährige hat vergessen, Asthmaspray zu kaufen. Er braucht dringend Sauerstoff. Schön tief ein- und ausatmen, ja. Jetzt muss der Mann sofort ins Krankenhaus, entscheidet der Notarzt. Yannick muss wieder rasen. Na, also muss halt echt gucken. Also manche Verkehrsteilnehmer, die merken uns trotz unserer Größe und dem Blaulicht und dem Horn sehr spät. Und da muss man echt doppelt und dreifach aufpassen. Seit 8 Monaten arbeitet Yannick als Rettungsassistent. Später will er einmal Medizin studieren und Arzt werden. Zurück in der DRK-Wache Nordweststadt. Um 1 Uhr am Morgen. Zeit für eine erste Pause. Ich muss einfach hier ein bisschen Hühnchenfleisch. Ehrlich. Jetzt schon wieder ein Einsatz. Kommst nicht zum Essen? Rund 9000 Einsätze haben sie und ihre Kollegen im Jahr. Diesmal geht es um eine Frau mit Herzbeschwerden. Wo sind jetzt momentan Schmerzen? Tut Ihnen was weh? Nein, heute Morgen hat das angefangen. Ich habe Schweißausbrüche gehabt. Ja. Okay. Yannick macht zuerst ein EKG. Also, das ist ganz unregelmäßig und die Frequenz kommt etwa hin. Also. Das ist mir zu schnell. Ja. Sowas transportiere ich nicht. Also nee, das will ich nicht. Ich hole jetzt noch einen Notarzt dazu. Das Problem ist, das Herz schlägt viel zu schnell und es ist unregelmäßig. Ja, das war damals. Auch in diesem Fall rufen Sie den Notarzt dazu. Die Lage ist ernst. Wir fangen schon mal an. Wir spritzen ein bisschen was, bis das Herz ein bisschen langsamer wird. Auch diese Patientin bringen Sie in die Notaufnahme. Mittlerweile ist es 2 Uhr am Morgen. Maike, ist man jetzt schon langsam müde oder geht's noch? Ja, so langsam ein bisschen, ne? Nach dem, ich glaub, dritten Patienten jetzt, Treppe hoch, Treppe runter. Der Einsatz 4 nach 2, hallo? Auch jetzt bleibt Ihnen keine Verschnaufpause.
Heute gibt sich jeder einen Einsatz, gibt sich die Hand mit dem nächsten. Und das wird die nächsten 5 Stunden so bleiben. Erst um 7 am Morgen haben Maike und Jannik Feierabend.